Hallo und willkommen zu einem Beispiel über Seile. Der Verlauf eines durchhängenden Seils einer Gondelbahn zwischen dem Punkt P1 und dem Punkt P2 kann näherungsweise durch den Graphen der Polynomfunktion f dargestellt werden. Interpretieren Sie die Bedeutung der Größe b-a durch c im gegebenen Sachzusammenhang. Versuchen wir uns b-a bzw. c in der Abbildung zu skizzieren. Der Punkt P2 hat die y-Koordinate b, der Punkt P1 hat die y-Koordinate a. Das heißt, b minus a finden wir hier. Dieser Abschnitt, also die Differenz der y-Werte dieser beiden Punkte, ergibt sich aus b minus a. Die x-Koordinate des Punktes P1 ist 0, die x-Koordinate des Punktes P2 ist c. Das heißt, dieser Abschnitt hier hat genau die Länge c. Bilden wir also den Quotienten b minus a durch c minus 0, um es noch ein bisschen offensichtlicher zu machen, so ist dies nichts anderes als der Anstieg der Sekante in diesem Bereich, also der Anstieg der Sekante bzw. im gegebenen Sachzusammenhang, wäre es die mittlere Steigung des Seils dieser Gondelbahn zwischen den Punkten P1 und P2.